In diesem Video möchte ich dir anhand meiner Bodenkraftplatten zeigen, wie die Drehbewegung im Aufschwung aussieht. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ich habe vor kurzem ein Video gepostet über den Aufschwung im Golf, über die Drehbewegung des Aufschwungs im Golf. Hier oben kannst du noch einmal dieses Video anschauen. Und ich dachte mir, ich zeige dir noch anhand meiner Bodenkraftplatten, anhand der Software, wie das in der Praxis genau ausschaut. So, herzlich willkommen noch einmal. Hier siehst du die Software von Smart2Move. Das sind diese Kraftplatten, auf denen ich hier auf dem Bild hier links oben stehe. Und zwar der linke Fuß hat eine blaue Matte unter sich und der rechte Fuß eine rote. Und dieses Blau und Rot zieht sich hier die ganze Zeit durch. Und damit weiß man auch immer, welcher Fuß gemeint ist. Hier unten siehst du Graphen. Das sind die sogenannten Vertical Forces, also die vertikalen Bodenkräfte, die ich während des Schwunges von mir gebe. Und rechts oben siehst du die Druckverteilung von meinen Füßen. Einerseits mit diesem Balken, da steht 53% links zum Beispiel und 47% rechts. Was in anderen Worten bedeutet, dass ich jetzt gerade etwas mehr Druck auf dem linken Fuß habe als auf den rechten. Und dann siehst du noch in den Füßen selber so einen kleinen Punkt. Auf dem linken Fuß eben einen blauen Punkt und am roten einen roten Punkt. Und das ist der sogenannte Center of Pressure. Also das Zentrum des Drucks des jeweiligen Fußes. Und eben diese Smart2Move Force Plates messen ja die Füße einzeln und das ist ja das, was es so spannend macht. Man bekommt dadurch ganz andere Ergebnisse und viel genauere Ergebnisse. Da ist noch so ein gelber Punkt hier in der Mitte und auch hier unten beim Graphen. Der gelbe Punkt bedeutet nichts anderes als, das ist der Mittelwert zwischen den beiden. Ja, und wir schauen uns jetzt dann das Ganze kurz an, wie ich mich hier bewege. Das ist übrigens sehr, sehr typisch, was auch viele andere Pros machen. Und ich habe leider jetzt nicht so ein Datenmaterial mit Video vorhanden von Tourspielern, so wie ich es gern haben möchte. Darum habe ich jetzt einfach mich hergenommen. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr ähnlich. Was ich mache, ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was Tourspieler machen, zumindest im Aufschwung. Ja, und wie gesagt, fangen wir mal an. Also man sieht, ich habe hier etwas mehr Druck am linken Fuß, bin gut balanciert im Prinzip, habe vor, zurück eine gute Balance, sprich bin ich zu viel auf der Ferse, nicht zu viel am Fußballen und habe etwas mehr Druck am linken Fuß als am rechten. Jetzt habe ich gesagt in meinem Video über den Aufschwung, wo das ja quasi die Fortsetzung ist, dass ich hier den Schwung beginne mit etwas Druck am linken Fuß. Also dass ich etwas mit dem linken Fuß etwas beginne Druck aufzubauen. Und da sieht man jetzt hier, dass links jetzt der Balken hinaufgeht. Das heißt, ich habe jetzt hier Druck unterm linken Fuß. Wenn man es auf das Video sieht, sieht man aber, dass ich mich quasi kaum bewege. Man muss es ja wirklich fast wissen, dass sich da was tut. Also der Druck beginnt jetzt eigentlich schon jetzt in den Füßen, bevor ich überhaupt irgendwas mit Schläger gemacht habe und benutze diese erste Phase hier nach links zu gehen, um mich abzufedern, dass ich jetzt hier nach rechts gehe. Und jetzt sieht man hier, der Schläger ist jetzt hier ungefähr hier bei scharf parallel, ein bisschen kurz danach habe ich jetzt 68% Druck am rechten Fuß, also das ging dann sehr schnell. Und wenn du jetzt dann weiterschaust, bis ich jetzt oben bin, wird es jetzt immer weniger. Und bis ich jetzt hier im Wechsel bin, bin ich ca. bei 50-50. Also genau das, was ich in dem Video gesagt habe, das passiert. Also noch einmal, ich bin hier, habe hier die Bewegung bekommen mit einem leichten Druck nach links, um quasi die Bewegung zu starten. Gehe jetzt auf den rechten Fuß, habe jetzt 68% am rechten Fuß. Und das ist die Stelle hier, schon sehr früh bei mir, wo ich ab jetzt nicht mehr weiter nach rechts gehe, sondern bereits nach links shifte sozusagen. Also ich gehe hier schon jetzt bereits nach links und werde dann übrigens dann ungefähr schon im frühen Abschwung hier schon über 70% am linken Fuß haben. Ja, ich möchte jetzt nicht vorausgreifen, aber nur, dass du siehst, wie schnell es geht. Ich habe auch gesagt, dass der Druck Richtung linken Fußballen geht. Das ist also auch ungefähr spätestens jetzt hier passiert und aus Richtung rechte Ferse.
oder in die Richtung der rechten Ferse. Das ist es hier. Und da sieht man hier, dass so eine grün gestrichelte Linie hier ist. Das ist die sogenannte Center of Pressure Line. Und die ist jetzt eben so 7 Grad, 8 Grad nach rechts geneigt. Das zeigt eben, dass ich so eine sogenannte Diagonale habe und dass ich dadurch Rotationskräfte erzeugen kann. Also das ist dieses, linke Ferse ist entlastet, Druck geht auf den Fußball, rechter Fußball ist entlastet, Druck geht auf Richtung Mittelfuß, Ferse. Ja. Ich bin ein bisschen hier vorne, ich weiß es, aber im Prinzip, glaube ich, verstehst du, was ich hier vermitteln will. Gut, das ist also wie gesagt, so schaut es dann aus eben, mit Bodenkraftplatten und ja, lass mich wissen in den Kommentaren, ob das für dich interessant war. Dann würde ich eventuell auch mal für den Abschwung so ein Video machen, wenn ich genug Likes bekomme. Wenn das nicht so gut ankommt, dann lasse ich das lieber, weil ich möchte euch ja nicht überfordern. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so schwer zu verstehen.